heute bei Ihrer Reise durch die Börde auch das Gut Glüsig. Welche Erkenntnisse konnten Sie hier gewinnen? Das Gut Glüsig ist ein ganz traditionelles landwirtschaftliches Gut. Seit 800 Jahren wird hier Ackerbau und Viehzucht betrieben. Heute ist es ein Sozialprojekt, was mit vielen, vielen Zielstellungen seit über 20 Jahren unterwegs ist. Ich kenne es schon seit mehreren Jahren und bin immer erfreut über die Entwicklung. Ganz am Anfang in den 90er Jahren sind hier vor allen Dingen Arbeitsmarktprojekte realisiert worden, immer in Verbindung mit Landwirtschaft. Aber in den letzten Jahren ist es vor allen Dingen Jugendsozialarbeit und Integrationsarbeit, die geleistet wird. Das ist unter der Trägerschaft der Caritas erfolgt und die Erfolge können sich sehen lassen. Wie funktioniert das im Detail? Hier wird ein echter Biohof betrieben, das heißt biologische Landwirtschaft, sowohl in der Tierzucht als auch im Pflanzenbau. Wichtig ist, dass hier regionale Produkte erzeugt werden und dass der Verbraucher auch sehen kann, wie Tierzucht betrieben wird zum Beispiel und wo die Produkte verarbeitet und erzeugt werden. Er weiß, was er kauft. Wenn ich gerade die aktuelle Diskussion mit den vielen Lebensmittelskandalen sehe, weiß ich, dass man das nur ausschließen kann, indem man genau solche Produktionsformen stärkt. Wichtig ist aber, dass hier auch junge Menschen lernen, wie landwirtschaftliche Produktion nicht nur stattfindet, sondern wie man auch soziale Kompetenz dabei gewinnt und dass man gerade im landwirtschaftlichen Bereich nicht nur ein berufliches Umfeld finden kann, sondern auch eine ganz andere Art des Zusammenlebens als zum Beispiel in der Stadt. Und das ist für die Reintegration von jungen Menschen besonders wichtig. Wie würden Sie den Eindruck Ihres heutigen Besuchs zusammenfassen? Ich nehme sehr gute Eindrücke mit. Es gab eine Entwicklung, sowohl inhaltlicher Natur als auch baulich. Es sind viele, viele Dinge hier neu geschaffen worden. Zum Beispiel können hier junge Leute auch mehrere Tage verbringen als Schulklassen oder als Jugendgruppen. Man findet also auch Freizeitangebote, kann auch Kontakt aufnehmen mit den jungen Leuten, die hier in der sozialen Integration arbeiten. Es ist aber auch klar, dass ein Biohof einem sehr starken Wettbewerb ausgesetzt ist. Industrielle Produktion ist natürlich immer formal billiger. Hier sind die Produkte etwas teurer, aber es sind eben Produkte, die ich nachvollziehen kann und wo ich auch weiß, wo sie erzeugt werden. Deswegen werden wir auch nochmal Gespräche führen und auch fortsetzen, wenn es darum geht, dieses Unternehmen zu erhalten. Dafür brauchen wir noch etwas Fantasie und auch Unterstützung der Region. Letztendlich ist der Käufer und die Menschen in der Region gefragt, alles dafür zu tun, dass solche Unternehmen überleben können. Und das heißt, hierher kommen, kaufen und als Konsument sicher sein, dass man gute Lebensmittel gekauft hat.